Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. So, und damit ein allerherzliches Willkommen mal wieder zurück zu Detroit Become Human. Ich habe gerade eben spontan schnell die Aufnahme gestartet, weil als ich auf Fortfahren geklickt habe, haben sie schon direkt weitergeredet. Aber ich glaube, den Teil haben wir sowieso schon beim letzten Mal gehört. Moment, ich wollte jetzt eigentlich kurz mal die Lautstärke noch ein bisschen anpassen. So, weil es uns dann doch zu laut ist. Ich habe nicht mal einen Rechner neu aufgesetzt und dann habe ich einiges wieder umändern müssen. Lass mich mal kurz gucken. Wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen beim Karl. Und da würde ich mal sagen, fangen wir mal an, die Sachen hier ein bisschen aufzuräumen. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir Sachen aufräumen müssen. Okay, ein Schachbrett mit etwas seltsamen Schachfiguren. Spiele Schach. Okay, dann spielen wir mal. Mit wem eigentlich? Etwas anderes suchen, hinsetzen. Lust auf eine Partie Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Gewinnen? Nee, verlieren mache ich. Oder? Habe ich jetzt, ich glaube, ich habe verlieren gemacht, oder? Das war ein bisschen zu einfach. Bist du etwa eingerostet? Oder hast du etwa Mitleid mit einem alten Mann? Mach mal eine Lüge. Unsinn. Karl, sie waren nur besser. Verliere nie mit Absicht, Marcus. Siege, wenn du kannst. So kam die Menschheit dorthin, wo sie heute ist. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Okay. Ich konnte mich nicht wirklich so entscheiden, also nicht rechtzeitig, weil dieser Dialog ging ziemlich schnell weg. Bringe Karl ins Studio. Welch weiser Mensch. Also der Mann ist sehr, sehr kreativ. Er scheint ein Erfinder zu sein, unter anderem auch ein Maler. Also Maler ist offensichtlich. Ich glaube, hier die Sachen, die hier links da rumstehen, hat er wahrscheinlich selbst gemacht. Ja, wobei. Hui. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Entferne das Laken. Das machen wir doch gleich mal für ihn. Entfernen. Warte auf Karls Anweisungen. Die pure Inspiration fließt durch seinen Körper. Also ich hingegen bin eher der nicht so kreative Mensch. Was malte denn? Mhm. Also, was hältst du davon, Marcus? Gefällt? Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es.
Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Ich hoffe, ich muss nicht wirklich malen. Ich bin sehr schrecklich da drin. Finde ein Motiv zum Malen. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss wirklich malen. Tisch malen. Ach Gott, Statue. Ja, ich denke, dann werde ich eher den Tisch machen. Gibt es hier noch was? Karls Bild malen. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Nummer zu heftig für mich. Ich male den Tisch. Aber ich hoffe, den leeren Tisch. Ah, okay, ich muss nicht selber malen. Schade, dann hätte ich doch Karls Gemälde gemacht. Wow. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Androiden, Menschheit, Identität. Androiden, Verzweiflung, Verzweiflung, Zweifel, Gefangener. Bin mal gespannt, wie das Verzweiflung ausschaut. Na los, du kannst es. Wer ist er denn? Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh, ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Beim Dealer. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht!
Dir liegt nur was an dir selbst und deinen scheiß Bildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Der Chunky-Sohn. Oh je. Oh, ist schon zu Ende? Leo ist eingedrungen, um Geld zu bitten. Verzweiflung. Okay. Ich weiß nicht, ob die Ausgangssituation immer die gleiche wäre, aber scheint so, oder? Weil eigentlich alle Stränge führen ja dahin. So wie ich das sehe. Ich habe... Okay, das waren bloß die anderen Möglichkeiten, die ich noch hätte. Ich hatte noch im Wohnzimmer irgendwas gesehen, was ich hätte machen können, aber da habe ich dann immer mit interagiert. Naja gut, ich weiß wie gesagt nicht, ob die Ausgangssituation immer die gleiche ist. Vielleicht gäbe es ja noch einen anderen Strang, den wir, also ja, wie soll ich sagen, so einen anderen Entscheidungsstrang, sofern wir was anderes ausgewählt hätten. Aber für mich schaut es jetzt gerade erstmal so aus, als wäre ich immer auf diese Situation hier rausgekommen. Zumindest laut diesem Diagramm. Aber okay, fortfahren. 5. November 2038. 23.21 Uhr. No Androids allowed. Naja. Eigentlich dürfen wir hier doch gar nicht rein. Aber wir gehen selbstverständlich selber rein. Und da steht sogar noch Android auf dem Rücken drauf. Sehr unauffällig. Finde Leutnant Anderson. Scannen. Analysieren. Negativ. Ziel nicht erkannt. Ich denke mal, das ist auch nicht der. Moment. Ich kriege das sogar noch ein bisschen mehr über die Person raus. Okay, Peterson. Vorstrafen keine. Ah. Das heißt, ich kann hier. Administrator. Geboren 8.2.1995. Ach. Cool. Stimmt ja. Ich meine, wir sind ja in der Zukunft. Das ist ja irgendwie logisch. Weil ich habe mich schon gewundert, warum das so alt ausschaut. Aber ja klar, wir sind ja in der Zukunft. Habe ich jetzt komplett vergessen. Okay, das heißt, die anderen müssen wir erst... Und dann müssen wir erst rumlaufen. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Der schaut doch aus wie ein Leutnant, oder? Negativ. Vorstrafen keine. Oh, Leutnant Anderson. Hank. Polizeileutnant. Vorstrafen keine. Ich scanne mal noch die anderen. Ich will wissen, ob da irgendjemand eine Vorstrafe hat. Oh, Alkohol und Drogen am Steuer. Gray Christopher. Was ist dein Problem? Mein Problem bist gleich du, Kollege. Vorstrafen keine. Okay, bevor ich mit ihm rede. Ich will hier erstmal wissen, was mein Umfeld so alles macht. Häusliche Gewalt. Okay. Johann Kim? Das soll man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber es ist schon eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, wenn das Betäubungsmittelverkauf, okay. Wenn das alles möglich wäre, also dass man jemanden vom Gesicht her also scannen kann, oder als, wie soll ich sagen, jemanden scannen kann. Und es wäre sogar noch nicht mal unrealistisch, weil wenn man, also statt halt die Augen jetzt mal so eine Brille nimmt, die die Umgebung scannen kann, also auch Gesichter erkennen kann und diese Daten überträgt an einen Surfer, dann wäre diese Art von Leuten identifizieren sogar ziemlich möglich, ja. Naja, ich gehe schon wieder. Deswegen ist es noch nicht mal so unabwegig. Also,
Wenn es nicht sogar schon gemacht wird. Wahrscheinlich wird es sogar schon gemacht. Warum auch nicht? Ich bin mir sicher, dass die USA da schon ein bisschen weit sind, was das angeht. Okay, aber wie dem auch sei, hier rein kommen wir auf jeden Fall nicht. Stell dich vor. Ich habe noch eine... Moment, dieser Spiegel, damit kann ich irgendwas machen. Überprüfen. Ich schaue gut aus. Ich stehe zwar da wie ein Zinssoldat, aber... Dann sprechen wir doch mal mit dem Leutnant. Habe ich den schon gescannt? Samuel, okay. Gut, da müssen wir... Also unser Umfeld... Da gibt es ein paar Leute, die zumindest... Was gibt's da zu glotzen? Bisschen Krawall machen... sind. Ich habe das Gefühl, der Chinese könnte eventuell, oder Chinese, Entschuldigung, ich sage immer Chinese, auch wie ich nicht Jimmy sage, sondern Kimi. Das ist einfach so, ja. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass der hier eventuell gleich ein Problem mit uns haben könnte, weil wir sind ein Android. Mal gucken. Und wir dürfen hier eigentlich gar nicht ran. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Plastikarschloch. Der war gut. Bedrohend, verständnisvoll. Beharren. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Okay. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Oh, ich glaube, es knallt gleich. Seinen Drink verschütten, ihm noch einen Drink holen. Ja, machen wir es so. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Ich denke, es war die richtige Entscheidung. Aber sein Drink verschütten, glaube ich, wäre nicht so positiv gewesen. Sagtest du Tötungsdelikt? Ganz richtig. Okay. Aber der ist so alkoholisiert, wie kann der Auto fahren? Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Gegensätzliche Befehle, Priorität setzen. Folge Leutnant Anderson. Okay. Aber ich sollte noch warten. Oder wir sagten doch, wir warten. Ich bestätige hier gar nichts. Haben Sie was gesagt? Typisch, DPD. Sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Außerdem bin ich von der Polizei. Im Auto hast du nicht verstanden. Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg. Kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter... Willst du folgende Taste, um den Kamerawinkel zu ändern? Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Okay. Jetzt sagen wir, gehen mal mit rein. Oh. Vielleicht scannen wir noch vorher die Umgebung. Himmel, dieser Gestank war noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist
vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Oh. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um und gucken mal, was wir so identifizieren können, damit wir der Aufklärung ein bisschen positiv entgegenwirken. Oh, was ist das? Was? Red Eyes. Aber war das nicht... Moment, das war doch auch bei dem... Okay, der Name Drogen. Aber war das nicht auch bei der ersten Mission? Sind perfekt. Ich bin viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Das heißt, ist dasselbe Android? Analysieren. Probe. Probe ist vielleicht nicht so schlau, weil wir sollten ja nichts anfassen, ne? Keine Fingerabdrücke. Androiden beteiligt. Er soll mir... Okay, ich habe keine andere Möglichkeit, da muss ich das halt eben anfassen. Auch wenn ich versprochen habe, nichts anzufassen.